heute sind wir in einem Zoo und wir haben uns vorgenommen, heute hier in diesem Zoo Fische zu fangen. Zuerst schauen wir uns aber mal die Tiere an. Die fangen wir nicht. Wollen wir diese Fische fangen? Nein, das sind Goldfische. Jetzt schauen wir uns gerade den Löwen an und danach gehen wir Fische fangen. Nein, nein. Hier drin angle ich nicht. Hier würde ich gerne angeln, aber das darf man eben nicht. Jetzt haben wir eine Runde durch den Zoo gemacht und jetzt gehen wir angeln. Und Angelsachen. Jetzt geht's zum Teich. Vor dem Fischen muss man sich beim Teichwart anmelden. Hier bekommt man auch Kescher und Kübel. Und man kann sich sogar, wenn man kein eigenes Angelzeug hat, hier Angelgeräte ausleihen. Es ist jetzt 16 Uhr, eine Stunde können wir noch angeln. Das Angeln im Zoo ist eigentlich, wie gesagt, so ein Angeln, das ist eigentlich nicht unser Favorit. Aber wir wollen euch auf diesem Kanal auch zeigen, was es alles gibt. Zum Einsatz kommt wieder unsere Reiseroute, die Bäuche zusammen. Dann kommt eine Spinnrolle drauf. Als Köder verwendet Markus die gleichen Spinnköder wie vorige Woche am eigenen Teich. Mal schauen, ob es hier auch so einfach geht. Leider müssen wir die Fische hier alle mitnehmen. Als erstes verwende ich mal diesen schönen Spinner. Ein Saibling. Das hat jetzt auch keine 2 Minuten gedauert. Bitte Dank. So. Ein Saibling. Nachdem ich nach ein paar Würfen einen schönen Saibling gefangen habe, probiere ich jetzt noch einmal. So, der zweite Fisch. Nein! Hier angelt man. Da hinten steht der Bär. Das hat man nicht überall beim Angeln in Europa. So, Endspurt. Jetzt wird es gleich zugesperrt. Mal schauen, ob noch was geht. Habelen, 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 habelen. Habelen. Ja. Petri! Bitte Dank! Na, Abendessen gerettet! Genau! 30. Minute! Eine Regenbogenforelle!
Man kann die Fische hier im Zoo auch gleich küchenfertig machen. Jetzt nehme ich die Fische noch schnell gleich hier auf. Und der Eingeweide bekommt der Bär zum Fressen. Ja, das schmeckt ja gleich direkt ins Bärengehege. Und hier sitzt der Bär und wartet. Ich habe den Fisch noch schnell geschubbt. Es ist sicher nicht üblich, dass man in einen Zoo angeln kann, aber in diesem Zoo geht es. In einen Zoo geangelt habe ich ansonsten erst einmal vor vielen Jahren in Australien. Aber das ist eine andere Geschichte. Ich muss das Ihnen vor das Maul ein bisschen halten. So, hat schon runterpressen. Ist schon vorbei. Ist schon fertig. Wir haben jetzt hier eine Stunde geangelt. Jetzt sperrt der Zoo dann gleich zu. Und wir fahren jetzt nach Hause, haben unser Essen für heute. Ja, die bereiten wir jetzt aus zu. Bis gleich. Heute eine Saibling und eine Regenbogenfolie gefangen und die werde ich jetzt zubereiten. Als Beilage machen wir heute Petersilkartoffeln. Jetzt haben wir gekochte Kartoffeln oder vorgekochte Kartoffeln besser gesagt, die wir jetzt einmal teilweise auch halbieren. In einen leicht erhitzten Topf kommt dann Butter. Und hier hinzu kommen dann ganz einfach die Kartoffeln. Diese verrühren wir, dass alle ein wenig Butter bedeckt sind. Die kann man erwärmen. Die Kartoffeln werden dann gesalzen. Und es kommt Petersil drüber. Wir verwenden tiefgefrorener Petersil. Kann man auch im Frischen machen. Das Ganze wird dann umgerührt. Man kann dann Petersil nachgeben, so viel man halt möchte. Wir decken den Topf dazu und stellen die Flamme relativ klein für ein paar Minuten. Ich habe heute einen Saibling und eine Regenbogenfolie gefangen und die werde ich jetzt zubereiten. Wir werden jetzt diese zwei Fische braten. Da sie aber zu groß für die Pfanne sind, müssen wir die Fische selber verkleinern. Der Kopf muss ab. Als erstes wird der Fisch auf beide Seiten und innen gesalzen. Dann kommt außen Knoblauch. Dann kommt noch Mehl. Inzwischen haben wir eine Pfanne mit heißem Fett vorbereitet und da kommen jetzt die Fische hinein. Nach einer gewissen Zeit werden die Fische gewendet. Wir haben jetzt die Fische umgedreht und jetzt braten wir die Fische auf der anderen Seite an.
Nach ein paar Minuten sind die zwei Fische durch. Und diese zwei Fische lasse ich mir jetzt gut schmecken. Das schmeckt richtig gut. Beide Fische schmecken ziemlich ähnlich, aber das Saibling schmeckt sogar fast besser. Heute waren wir in einem Zoo, und zwar im Tierpark Haag. Ja, in diesem Zoo darf man auch angeln. Es ist zwar nicht gewöhnlich, aber man kann dort sogar Fisch fangen, aber natürlich auch Zootiere anschauen. Wir haben heute direkt neben den Bären geangelt, was sonst nur in Alaska möglich wäre. Ja, ich werde mir jetzt den Fisch gut schmecken lassen. Und falls euch dieses Video gefallen hat, abonniert bitte unseren Kanal.